Herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsserie zu 10 Jahren Tele Zürich. Zwei Sachen sind mit Tele Zürich geboren: die Wiederholungen im Stundenrhythmus und die Videojournalisten. Tele Zürich war sogar der erste Sender in Europa, der voll aufs System mit den VJs gesetzt hat. Was einfach und billig in der Umsetzung war, ist in den Anfang genau so über den Bildschirm geflimmert und mehr als belächelt wurde. Heute ist der Job des VJ akzeptiert und auch vielfach kopiert. Bis dahin war es aber ein langer Weg, wie der Beitrag von Serge Wolgensinger und Mario Notaris beweist. Du bist zwischen 25 und 35, hast mindestens 2 Jahre Erfahrung im Journalismus, interessierst dich für Politik genauso wie für Sport, Kultur und Klatsch und du hast eine gute Stimme. Als VJ produzierst du Fernsehen nach der modernsten Methode. Ab sofort brauchen wir dich. Die sogenannte modernste Methode ist vor allem die billigste. Als erstes europäisches Fernsehen setzt Tele Zürich voll auf Videojournalisten. Das heisst, der Kameramann und Tontechniker entfallen, der Redakteur filmt alles selber. Damals noch mit einer kleinen Hi8-Kamera aus dem Heim- und Hobbybereich. Meine Videokamera zum Kind aufnehmen ist grösser. Während der Geldgeber Michael Ringier also vor allem bei der Ausrüstung seine Zweifel hat, glauben viele Kritiker erst gar nicht an das Konzept des Videojournalismus. Aber das ist ja vielleicht das Problem, dass ihr quasi gesagt habt, ihr erfindet einen neuen Beruf, den Videojournalist. Mhm. Und stattdessen sind ja das eigentlich Hilfskräfte. Das wissen Sie, wenn Sie professionelle Fotoreporter sind, dann würden sie auch nicht plötzlich eine Hausfrau schicken, nur weil sie zufällig auf die Weihnachten Nikon gekriegt hat. Also man hat ja das vielleicht gelernt. Tatsächlich schafft man bei Tele Zürich nach dem Prinzip Learning by Doing. Konsequenz davon: Bilder, die einen selber dreht, das Video erinnern und Interviews aus der Froschperspektive aufgenommen. Die berühmten Fischköpfe, dass irgendwie dann auch schon Regierungsräte oder Leute gesagt haben, kommen Sie nicht zu nahe beim Filmen, weil es die Leute schon gewusst haben, dass die Tele Zürich VJs, das sind die, die einem so nahe aufnehmen, dann hat man so riesige Nasenlöcher. Mit dem Zoom, mit der Kamera so nahe kann ich, dass ich längst am Fahrer sieben seine Nasenhaare können zählen. Ja. Habe ich immer noch appetitlich gefunden. Auch nach einem Jahr Tele Zürich ist die Kritik am Videojournalismus nicht verstummt. Besonders nett formuliert das die Weltwoche. Unterbezahlte, ausgenutzte, geschundene Kreaturen, die hier für Tele Zürich arbeiten. Florina Rudin, du bist auch in der Kritik stehen Stand-ups, die VJs immer nach den Beiträgen machen. Eine Idee, die Roger Schawinski bei CNN abgeschaut hat. Ihr habt ja immer die Stand-ups am Schluss. Oder zumindest am Anfang haben wir die immer gehabt. Gott sei Dank sind wir ein bisschen zurückgegangen. Warum denn das? Ja, nein, das ist ja fürchterlich. Da ist irgendein Bericht gekommen und am Schluss noch sowieso oder sowieso für Tele Zürich. So ist das fürchterlich. Ja, das ist doch ein Rhythmus, wo ich unmöglich. Es gibt wirklich manchmal eine Distanzlosigkeit, die ich fast ein bisschen unangenehm finde, fast ein bisschen eine Anbieterung. Für Tele Zürich, der Reto Hug. Auch wenn die Hysterie ab und zu an Grenzen des Erträglichen stößt, darf durchaus auch gelacht werden. Der Stand-up ist im Prinzip Wrap-up, heisst das auf Englisch, wo man das Ganze in dem Sinn zusammenfasst. Hi, Guys, da bin ich aus Gran Canaria. Nein, nicht. Der Staatsanwalt wirft. Shit. Also ich kann euch sagen, so ästhetische Sachen an einem selber sind nicht mehr so wichtig, wenn man da voll im Outback ist. Yeah. 3. Und wir sind noch auf den Flüger. Sie wollen den Sonnenaufgang anschauen. Lei! Jetzt konzentrier dich, Opfertelli. Ei! Sie wollen den Sonnenaufgang anschauen. Nein, Untergang. Ei, 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 ei. Hat dann. Ich kann es nicht glauben. Um sie nachher in die Schlucht runterzurühren. I don't know why, I'm nervous. Der Sonnenaufgang. Nein, Untergang. Ich bin so blöd. Dann hat er den Körper von seiner Frau über den Hügel hineingeschlagen. Hügel. Für Tele Zürich von Gran Canaria, der Stefan Klamet. Okay, that was perfect. Wo die Ende 90er Jahre auch andere Lokalfernsehstationen erfolgreich anfangen, Videojournalisten einsetzen, wird Tele Zürich plötzlich vom Exot zum Vorreiter und Pionier. Zudem erkennt man auch auf der Chefetage des Schweizer Fernsehens DRS die finanziellen Vorteile von diesem Einmal-System. Ich habe natürlich VJ sehr forciert intern, aber die Widerstände sind natürlich in so einer grossen Maschinerie gewaltig gewesen. Ende 1997 ist dafür jetzt bei Tele Zürich umso einfacher, Personal zu finden. Fernsehmachen wird in.
Liz Horowitz. Tommy Sturzenegger. Marc Giriet. Vanessa Nickisch. Matthias Hackert. Andrea Nageli. Silvon Grütter. Stefan Reinhardt. Peter Oetlisberger. Für Lifestyle Sibyl Morti. Ich habe Schuhschachteln voll Bewerbungen bekommen. Und zwar von Sekretärinnen über Leute aus dem Reinigungsdienst bis hin zu Sozialarbeitern und Lehrern und Hundekwaffösen. Die es dann geschafft haben, sind bei Tele Zürich in ein eingespieltes VJ-Team aufgenommen worden, das die Technik mehr oder weniger im Griff hat. Man hilft sich gegenseitig oder lässt sich helfen. Schlägt hinten da so etwas auf, wenn sie die Kamera von hinten anschaut und ich schwätze, hat es dann so Balken links aussen, die auf und runter gehen? Nein, schon von weit, ja, dort. Da. Was jetzt, nein, ein bisschen weiter oben. So. Nein, weiter oben. Oben. Weiter. Ja. So, weiter oben, no. Jetzt noch runter. Runter, jetzt gut. So. Ja, mehr nicht. Nein, mehr nicht. So. Schau jetzt noch mal schnell. Bin ich jetzt hier im Bild? Schau mal, bin ich abgeschnitten oben, siehst du es? Und heute, fast 10 Jahre nachdem die ersten VJs für Tele Zürich ausgerückt sind, ist der Videojournalismus eine anerkannte Form. Auch beim Schweizer Fernsehen. Der Videojournalismus ist nicht mehr ein Schimpfwort, sondern er wird auch praktiziert und wird auch gepflegt zum Teil. Die Leute werden auch in diesem Bereich ausgebildet. Und das ist sicher ein Verdienst von Tele Zürich, dass es der erste Sender war in Europa, der das System eingeführt hat und bewiesen hat, dass es funktioniert. Ist meine Idee gewesen. Who cares? Ja, ein Spruch, der sicher auch in Deutschland bald ein fester Begriff ist. Morgen in unserer Jubiläumsserie die lustigsten Hoppalas aus 10 Jahren Tele Zürich. Wir zeigen das, was nie hätte sollen, ausgestrahlt werden. Jetzt geht es bei uns weiter im Programm mit dem Tag täglich und der Misere in der Skinazi. Zu Gast ist der Mannschaftstrainer Karl Friesner. Ich wünsche einen guten Abend und bis morgen.